Ah, was ist denn das für ein Lärm hier? Wir sind wieder bei Deponia Doomsday und wir sind in Mac Chronicles Schuppen, hier wo er seine Zeitmaschine zusammentüttelt. Und die müssen wir in Betrieb kriegen. Drei engagierte Assistenten haben wir dafür schon rekrutiert. Jetzt fehlt uns noch ein Feta-Käse und es fehlt noch eine 4D-Brille. An der 4D-Brille arbeiten wir. Wir haben schon hier Haftcreme mit Buntglas irgendwie zusammengetüttelt. Aber eine Brille ist das noch lange nicht. Und einen Feta-Käse, den brauchen wir auch noch. Und da kamen Tipps vom Harald Obstler und vom Seriously. Ich möge doch nochmal hier hinten mit dem Schalter arbeiten und die Ziege nochmal von A nach B bewegen. Denn ja, Feta-Käse braucht Milch. Milch gibt mir diese Ziege. Und ich vermute fast, dass es jetzt irgendwas zu tun hat mit dem Eimer, den ich hier oben in die Regenrinne gekippt habe. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das hier ein Ölfleck, oder? Schauen wir mal, was passiert. Da hätte ich wirklich dran denken können, aber letztes Mal ging es nicht mehr. Schwupps und tschüss. Da hängt die jetzt. Oh Leute. Nicht wirklich, oder? Das kann ich doch jetzt nicht machen. Okay, ich tu's. Und Schlag. Igitt, was ist das? Meine Schleimhäute schwellen an. Anaphylaktischer Schock. Das ist meine Ziegenhaarallergie. Pech gehabt. Meine Augen brennen. Oh. Igitt. Bravo. Du hast endlich etwas getroffen. Mein Komikzentrum. Noch. Also gut. Gab jetzt keine Milch, aber es gibt die Nasenbrille. Da geht doch schon mal was, oder? Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Ja, perfekt. Und die Ziege kann ich bitte jetzt retten? Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Wie ich schon sagte, das ist eine Ziege. Was denkst du, wo das Meckern herkommt? Von meiner Frau natürlich. Die behauptet auch immer, meine Sportgeräte seien Tiere. Die ist auch eine Ziege Nonnen wahrscheinlich. Oder Nachbarskinder. Aber wie bitteschön sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast kommen? Da bin ich überfragt. Okay, mal angenommen, es ist keine Ziege. Dürfte ich dann mal kurz euren Trainingssack melken? Na klar. Bedien dich, aber sei vorsichtig. Manchmal beißen sie. Oh, kommt zufälligerweise direkt Feta raus. Na gut, der hat ja auch mit dem Baseballschläger die Sahne geschlagen, oder? Lassen wir das jetzt einfach, das wird nicht besser. So, liebe Leute. Huch. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es ist eine 4D-Brille. Ist das kaputtes Fensterglas? Nicht anfassen. Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Das geht doch wieder schief. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Tada! Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsmembran zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Nicht dünner als deine Herleitung, Nerdo. Genau, Hildi. Es ist inmitten der Maschine. Oh, gut. Da müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Fortuna hat die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Dummen vollends am Arsch. Käse, komm, rein mit dir. Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Und dazu gleich die Anschlussfrage. Welche Farbe haben Tachyonen? Sie meint pink. Dann ist es bewiesen. Feta-Käse imitiert Tachyonen. Notiert euch das. Ah ja. So. Portalpotenzial. Hier ist die Raumzeit dünn genug, um ein Portal zu erzeugen. Jetzt sie ist nur noch aufbekommen. Was haben wir denn? Ich schätze,
Größe hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Wie erbärmlich. Also, dann macht mal. So, Kinder, es wird Zeit, den Stoff zu wiederholen. Was benötigt man nochmal, um ein Zeitportal zu öffnen? Eigentlich haben wir alles zusammen. Ja, dann macht doch mal bitte. So, Kinder, es wird Zeit. Oh nein, okay. Was benötigt eigentlich haben wir alles? Wir haben alles. Also, ich würde die gern. Nee, geht nicht. Ich kann mit der Brille nichts machen, außer sie aufsetzen. Sobald ich die irgendwie anklicke. Ich präsentiere die 4D-Brille. Kennen wir auch schon. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert. Alles klar, Rufus, tut mir leid, aber 5-mal brauchen wir das bestimmt nicht. Achso, da müssen wir nochmal pumpen. Geht da noch mehr? Ja, komm, einmal voll machen. Da! Das Portal ist offen! Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyondüsen. Mehr Druck? Kein Problem. Also, weiter geht's. Oberdruck erzeuge Meister. Als weiter. Daniel! Ja, tschüss. Daniel! Oh, das tut mir jetzt aber leid. Schlimm für die X. Unter dem Teppich war ein weiteres Portalpotenzial versteckt. Was machen wir denn jetzt? Ja, schon, aber ob das sicher ist. Ja, nichts. Probiert's. Kann nur verlieren. Mit Chronicle. Die Tachyonen müssten sich im näheren Umfeld des Portals verdrängt haben. Die Chance, dass sie ein Portal nach Kuba geöffnet haben, ist relativ hoch. Wie hoch ist hoch? Keine Ahnung, 1 zu 1000 vielleicht? Ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die wir kriegen. Und dann eine mehr, als wir verdienen. Apropos, ich muss noch Ruhe holen. Das heißt, der Sprung ins Ungewisse ohne garantierte Rückkehr muss warten? Nein, ich hole sie lieber sofort. Ach, ist das laut hier. Man versteht das ja gar nicht gut. So. Willst du jetzt oder willst du jetzt nicht, ne? Letzte Chance. Cool. Wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Goal. Setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Oh. Das Foto? Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das! Ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. No. Moment, du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Es ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sie... Oh. Ich wusste es. Es gibt Hoffnung. Du hast recht. Ja. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja. Wow. Schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, ja. Man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. Und tschüss. Frohes Leben noch, ihr beiden. Also. Was ist das? Hey, gib das her. Nein. Wann hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Und damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du denn überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein. Weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuelogs auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, mach's doch nicht so kompliziert. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. Auch süß, die Kleinen. Uni frei. Aha. Was ist denn jetzt los?
Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich glaube, ihr seht die Anwendung gar nicht, ne? Das ist die Zeit, die wir mit dem Timeport durchquert haben. Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Goal und McChronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, Fuelog! Oh, oh. Verschwinde von meiner Veranda! Ah, ein Eingeborener. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? In meinem Rückbild! Moment, kenne ich dich nicht? Du bist doch Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh. Ja, läuft. So, schauen wir mal, was hier los ist. Bin ich eigentlich noch im dritten Akt? Gute Frage. Hillbilly. Ach du Schreck. Am besten ich gehe gleich, oder? Oder geht's auch weg? Komm, wir reden miteinander. Und ich blase dir die Rübe weg. Aber Drüso, ich bin's doch. Professor Rufus. Läutet denn da gar nichts? Professor Rufus? Ja genau. Das war doch der Typ, dem ich das alles hier zu verdanken habe. Jahrelang nur Schrottkrabben und Milben. Was ist mit dem? Ich habe ihn getötet. Gut gemacht. Jetzt verschwinde aus meinem Vorgarten. Ist ja schon gut. Also mit dem macht es keinen Sinn zu reden. Jetzt gehe ich hier mal weiter gucken, bevor wir uns schon wieder verabschieden. Bin ich hier nur gelandet? Hast du dich verlaufen, Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Mein fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, ob ich will oder nicht. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle. Du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das Portalbauamt gräbt am Boden der Zwischenzeit danach. Aber wenn du mich fragst, ist das neumodischer Unsinn. Keine Zukunft. Vorhin sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Ach, die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Die waren doch eben noch bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Sie haben auch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja, willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Okay. Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco Mac, was zum Kuckuck? Ja. Du bist Rocco McChronicle, der Vater von Dekan Angus McChronicle Senior und somit der Opa von unserem McChronicle? Du musst mich verwechseln. Ich habe keinen Sohn. Und wenn, dann würde der bestimmt kein Dekan werden. Immerhin leite ich hier einen Familienbetrieb. Vielleicht sollten wir gar nicht darüber reden. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich versehentlich McChronicles Geburt verhindere. Ja. Und was ich gern verhindern würde, ist, dass wir probieren, das zu verstehen, wer hier mit wem wie verwandt ist. Das wäre sehr schön, wenn wir das einfach ausblenden könnten. Du hast meine Freunde gesehen? Eine sexy Braut, die von einem cleveren, gut aussehenden Typen begleitet wird? Kann nicht sein. Wir wurden getrennt. Naja, vorhin sind jedenfalls zwei Fremde hier vorbeigekommen. Sie haben die alte Einsiedlerin getroffen. Sah so aus, als ob sie sich kannten. Sie sind zu ihrer Farm aufgebrochen. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Schön. Wo zum Teufel bin ich hier? Du bist in Paradox City, der Stadt zwischen den Zeiten. Sind wir nicht immer alle zwischen den Zeiten? Bitte was? Na, Gegenwart und Zukunft. Ja, schon. Wobei, wir sind hier nicht so sehr zwischen der Zukunft. Die gibt es hier nicht. Okay. Ich muss dringend nach Kuvak. Da klingelt nichts. Ist das außerhalb der Zwischenzeit? Natürlich. Dann fragst du besser die Typen vom Portalbauamt. Die kartografieren die Portale und wissen, wohin welches führt. Ich sehe schon, das wird doch schon wieder so ein Verwirrding. Ohne Orientierung, ohne Zeitraumkonstanz. Ach du Scheiße. Hey, das ist doch das Timepod. Das da? Das steht hier bereits seit vor meiner Ankunft. Mein Vater wollte es reparieren und hat darum die Werkstatt gegründet. War scheinbar irgendwann nicht mehr so wichtig, wie alles hier. Tja,
Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Na gut. Rein geht's hier nicht. Die Uhren hier, die machen mich wahnsinnig. Das Schnabeltier gibt's auch nicht wirklich. Drei Richtungen mindestens. Eine Zeitmaschine, noch eine vierte Richtung. Gehen wir mal in den Laden hier rein. Oha. Hier ist aber wirklich die Zeit stehen geblieben. Was ist denn das da eigentlich? Gar nichts. Vince. Erdnüsse, die sind immer gut, ne? Erdnüsse, lecker. Du hast Mikey gefressen. Ups. Was? Aber, oh nein, ich dachte, ihr wart Erdnüsse. Ach, schon okay. Mikey war eh ein Arsch. Mach dir keinen Kopf. Und wir sind Erdnüsse. Sapiente Erdnüsse aus einer anderen Zeit. Lecker und clever. Es gibt Dinger, die krabbeln. Kann ich euch vielleicht trotzdem mitnehmen? Wie die Dinge hier laufen, muss ich euch wahrscheinlich zur Erdnussbutter verarbeiten. Na. Nein, das wäre uns ehrlich gesagt nicht so recht. Lass ihn ausreden. Vielleicht hat er ja einen guten Grund. Einen guten Grund, uns zur Erdnussbutter zu verarbeiten? Stimmt, den hat er noch nicht genannt. Ja, warum will er das eigentlich? Boah. Aus Prinzip? Boah, aus Prinzip, sagt er. Das ist erbärmlich. Pfui. Durchaus, ja. Falsche Antwort, Chabo. Na, dann vielleicht. Als Reiseproviant. Also da geht einem doch der Hut hoch. Erst Mikey und jetzt das. Du Gierschlund. Ich meinte ja auch. Tja, probieren wir es hier mit der Romantiker-Nummer. Für die Liebe. Wow. Ist doch mal eine Antwort. Für die Liebe opfern wir uns doch gerne. Yippie! Ich zuerst! Na, da, eine Frage noch. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ach, ja. Würde mich auch interessieren. Lass ich habe bestimmt eine Antwort aussehen. Parat. Fangen wir trotzdem oben an. Ich will Golds Zuneigung zurückgewinnen. Das ist so süß. Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht überzeugt. Aber es geht um Goal. Ja, aber wer ist Goal? Ich meine, kennen wir sie überhaupt? Also, ich kenne sie nicht. Ach, stimmt. Woher sollen wir wissen, ob ihr zusammenpasst? Goal ist auch mehr so das Stretch-Goal. Hä? Wie meinst du das? Es ist so rätselhaft. Naja, dann. Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ohne Erklärung haben wir auch keinen Deal. No, Sir. Such dir jemand anderen, den du zu Erdnussbutter verarbeiten kannst. Okay. Ich sag's euch ja. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Das brauchen wir also später. Mann, nicht für ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Ja, machen wir. Ita. Q-Lock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot und mich gibt's auch günstig zu schießen. Mein Name ist Rita. Bist du Single? Nein. Ja, es ist kompliziert. Verschwende nicht meine Zeit. Ich bin fast 40 und Kellnerin in einer Stadt ohne Zukunft. Denkst du wirklich, ich habe Lust, mir dein Gejammer anzuhören? Ist ja gut. Du hast gefragt. Ich wollte nur... Tick-Tack. Tick-Tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Boah. Die nervt ja schon wieder. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja. Ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen. Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Q-Lock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot. Oh, nicht schon wieder. Sonst noch Fragen? Ja. Einmal Toast und Milch bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Danke. Hast du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change. Aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Vince, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Vince nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Timepod in Roccos Werkstatt.
Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Wenn du also eine Passage brauchst, vergiss es einfach. Wir sind hier alle gestrandet. Das Beste, was du tun kannst, ist, so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Super, danke. Okay. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Ja, würde ich dir auch nahelegen. Ist das hier was? Nein. Also. Tja. Der junge Maverick, der alte Maverick. Wir fangen einfach mal vorne an und den hier hinten, dem lassen wir noch ein bisschen Zeit. Also wenigstens. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritardes. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Ritardes ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Ja. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat. Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Metades lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Ach, ich weiß ja nicht. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Ich muss sie langsam mal finden, glaube ich. Und du, alter Maverick? Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso? Habe ich dich einfach zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Na, du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant-Change-Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich. Es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Butterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftet, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist, das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich. Diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fulux-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fulux-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Ich glaube, das bringt hier insgesamt gar nicht viel, mit irgendwem in diesem kaputten Laden zu reden. Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl. Das geht doch wieder schief. Das hast du schon mal gesagt. Uga, Uga! Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo! Du verstehst, was ich sage? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attributive für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Oh, hey. Und du? Oh nein, die Fulux-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt dann von diesem Job ab. Du hast doch eh keine. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Eben. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie... wie er? Ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fulog-Rippen ausgegangen. Oh je, was für ein Fiasko. Also, bringt auch nichts.
Q-Lock-Rippen sammeln und ihm geben, okay? Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Oh. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhö? Nein! Warum erinnert mich das gerade an Randall's Monday? Aber woher zum Kehricht? Ja, haha, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Kletes Koffer. Ja. Ich erinnere mich daran. Aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Schön. Jetzt treffen wir alte Bekannte genau. Wieder hier. Aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oder neue Bekannte. Das wäre toll. Oder noch nicht bekannte Bekannte. Ach, wie schön. Herrlich bescheuert. Also, geht hier noch irgendwas? Nö, ne? Ich muss hier raus, genau. Das macht mich ja total krank. Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Hier auch nicht, ne? Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. So, ich glaube, hier komme ich her, oder? Kann das sein? Nein. Oh, wie viele Räume und Leute gibt es denn hier? Der Architekt. Ach, das ist das Bauamt. Gut. Ich würde sagen, ich gucke einfach mal ganz schnell in alle Räume rein, in alle Szenen. Tonnen. Ein Hebel. Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuel-Lock-Rudel zerfetzt werden? Naja, okay. Ich dachte, da liegen die Rippen. Wer fragt, der nicht gewinnt. Nicht denken, Soldat. Hier draußen herrscht Krieg. Und im Krieg gibt es nur Verlierer. Alles klar, hab's verstanden. Also hier gibt's wahrscheinlich die Fuel-Lock-Rippchen. Dann können die eine neue Suppe kochen. Hier gibt's noch Tonnen. Gucken wir da mal schnell hin. Was sind das für Tonnen? Hey, Finger weg! Da verwahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt und damit die Wombats nicht rankommen. Okay. Die Viecher werden immer lästiger, fast schon schlimmer als die Fuel-Locks. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten im Auge. Alles klar, ist doch gut. Meine Frau sagt, ich habe schon zu schielen angefangen. Gut, dass es im Fuel-Lock-Gebiet gerade so ruhig ist. Für einen Zwei-Fronten-Krieg wären wir nicht gerüstet. Boah, was ein Gelaber hier wegen so ein bisschen was. Also, gehen wir nochmal zurück zum Stadtkern. Hier hinten haben wir noch eine Ecke. Ach, da bist du. Howdy, Rufus. Du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder, für ihn bist du doch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, Papalapa. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzotteltes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Goal? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit... Ticken die Uhren anders, ich bin im Bild. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuwak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Ja, ich auch. Aber umso besser. Warte hier, ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Ein Butterfass, aha. Das werden wir doch schon brauchen, ne? Da geht's nach Kuwak, okay. Meint er. Sonst haben wir hier nix, okay. Hey, Goal! Keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir...
Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Ja. Also auch Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Weltretter, Zeitreisender, Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende. Und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste Bruch landen und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer, ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir. Das muss einer nachvollziehen können, was hier passiert, ey. Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Genau. Ich wollte eigentlich da noch ein bisschen was klauen in der Hütte. Wo super. Ist das Kuwak-Portal? Und die ganzen anderen, alle weg. Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Goal geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden. Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. So, liebe Leute. Das ist ja echt alles wieder mega verwirrend hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Ich finde es immer wieder höchst respektabel, wie man sich so eine Story ausdenken kann, ne? Wir untersuchen das nächste Mal hier einfach die Zwischenzeit ein bisschen intensiver. Einen Plan, wie ich da jetzt vorgehe, habe ich noch nicht. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen was man anschauen kann, bevor sich so richtig rauskristallisiert, was man machen kann. Klar, ich habe schon mal das Butterfass, um die Erdnussbutter herzustellen. Ja. Aber das ist ja jetzt noch nicht unbedingt so der Meilenstein. Also, beim nächsten Mal gucken wir, wie es hier weitergeht. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis morgen dann. Tschüss.